Anwesenden hier zu den Trainerstatements nach dem Heimspiel des Holzwickeler Sportclub gegen den FC Gütersloh. Begrüßt zu meiner rechten Gästetrainer Julian Hesse. Glückwunsch an der Stelle auch zum Sieg, sowie zu meiner linken Marc Woller, unser HSC-Coach. Ja, wie immer gebührt dem Gast das erste Wort. Herr Hesse, Ihre Sicht zum heutigen Sieg. Ja, ich glaube, dass es ein hochverdienter Sieg ist. Ich glaube, dass wir vor dem 1:2 schon zahlreiche Chancen haben, mehr Tore zu machen, auch in der ersten Halbzeit schon. Nick Flock mit der ersten Situation, 1-gegen-1 Situation. Standardsituation hält der Torwart von, ein Freistoß von Mannstein hält der Torwart von Holzwickede überragend. Eine Standardsituation, wo Beuke noch vorbeigrätscht und dann auch in der zweiten Halbzeit eine zahlreiche Umschaltsituation, wo wir es ein bisschen genauer spielen müssen. Dann auch beim 2-1, glaube ich, noch die Chance, wo Eric den querlegen will auf Alexander Banning, wo wir auch noch ein Tor machen können. Ich glaube, in Summe einige Chancen liegen gelassen, aber da gibt es heute keinen Makel, weil die Jungs haben alles reingeworfen. Ich glaube, dass es wichtig war. Ich glaube, dass es ein sehr verdienter Sieg war, wo wir es durch das 1-2 nochmal ein bisschen spannend gemacht haben. Das ist, glaube ich, die einzige Situation im Spiel, wo wir es nicht so konzentriert verteidigen. Meiner Meinung nach auch, glaube ich, die einzige hundertprozentige, wenn ich jetzt nichts wirklich vergesse. Und ja, sehr wichtig, dass wir die drei Punkte mitnehmen und hervorzuheben sicherlich heute nochmal die Unterstützung der Fans. Das ist unfassbar, was hier heute abgerissen wurde von den Leuten aus Gütersloh. Hat total viel Spaß gemacht, davor zu spielen und dafür ein sehr großes Dankeschön. Und für euch für den weiteren Verlauf trotzdem alles Gute. Ich glaube, ihr habt auch eine sehr kämpferische Leistung gebracht und hoffe, dass euch das in den nächsten Wochen die nötigen Punkte bescheren wird. Dankeschön.